auch sehr, sehr gut riechen, haben wir uns natürlich heute für Milch und Honig entschieden. Kann ich nur empfehlen. Servus Bros und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei F4B. Und heute, bei den Temperaturen, haben wir uns gedacht, ne, wir rackern uns nicht ab. Heute gibt es eine kleine Abkühlung und die heißt Slip and Slide. Jetzt habe ich noch auf dem kalten Fuß erwischt, ne? Freunde, ihr habt die Folge bei der Bros WM richtig gefeiert. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr ganz gediegen oben rechts einfach mal hinklicken. Alter, er spoilert einfach. Mann, ey. Einmal mit Profis arbeiten. Heute machen wir Elfmeterschießen. Wir sind nur zu zweit, das heißt ein Torwart, ein Feldspieler und wir haben uns noch was bisschen Spezielles in der zweiten und dritten Runde ausgesucht. Das heißt, immer schön dranbleiben und wir schnicken jetzt ganz gediegen aus, wer die Reihenfolge bestimmt, oder? Ja, ich hab's gewusst. Und zwar darf der Fabio vorlegen. Alles Vamos, klar. Freunde. Let's go. Meine Damen und Herren, es ist angerichtet. Ja, kriegt da einer eingeschickt. Fuck, er hat ja gar keinen Halt. Komm mal auf! Weiter Schuss. Auf, auf! Da wurde der Ball echt nochmal gefährlich, weil der wird jetzt natürlich auch mega rutschig. Und dann prallt er hier so easy ab. Ey, gefährlich. Komm Junge, du musst! Nein! Ja! Deine. Freunde, es wird Zeit für den berüchtigten Moneyball. Wenn ich den mache, geht Runde Nummer 1 an mich. Ja, Runde Nummer 1 geht an mich. Und für Runde Nummer 2 haben wir uns was sehr Spezielles ausgesucht. Und zwar ein Filmrequisit von Fabios Lieblingsfilm. Frozen! Yay! Also Freunde, das ist ein, ja, wie soll man sagen, Helium-Spiel-Luftball. Keine Ahnung, aber ihr wisst, wie lustig der fliegt. Falls er gewinnt, steht das 1:1 zwischen uns. Und da haben wir uns noch was ganz Besonderes ausgesucht. Aber ich das hoffe. Ding muss erstmal ausgespielt werden. Ich hoffe, dass es zu dritten kommt. Let's go! Man hatte so vorhin schon gar keinen Grip und jetzt noch mit diesem Gummiball, der hat ja gar keine Oberfläche eigentlich. Aber ich hause trotzdem Fabio rein. Ich glaube ja, bei dem Ball braucht man einfach nur. Freunde, don't hate on me, ich bin kein Keeper, okay? Ich bin kein Keeper! Schaut euch mal diese Seifen-Action hier an, Alter. Den hab ich, den hab ich! Langsam ist es Zeit zu treffen. Den muss ich jetzt machen, sonst ist es vorbei. Aber nur so am Rande. Mich wundert es gar nicht, dass Fabio so gut mit dem scheiß Gummiball umgeht. Nein! Oh mein Gott! Challenge Nummer 2, Elfmeterschießen Nummer 2. Ging diesmal an mich. Alter. Ich bin gar nicht drauf klar gekommen. Elsa hat mich nicht im Stich gelassen. Aber war schon stark von ihm, muss man schon sagen. Jetzt kommen wir halt echt zum tatsächlichen dritten finalen
Elfmeterschießen. Und wir haben die Plane schon umgeräumt, denn die ist jetzt unter dem Torwart. Das heißt, wir spielen immer noch, also wir schießen noch mit dem Elsa-Ball, so nenne ich ihn jetzt einfach. Aber der Torwart hat die Plane unter sich und wir schauen jetzt einfach mal, wie es läuft und wer den Sieg heute mit nach Hause nimmt. Ja, und ob meine Glückssträhne. Wollte ich gerade sagen. Fabio hat seit der Bros WM nicht mehr verloren. Heute meine Chance, ihn zu stürzen. Also, auf geht's. Let's go. Wichtig da, wenn man schon vorlegen kann. Aber es ist nicht leicht, den überhaupt aufs Tor zu bringen, weil der fliegt halt hin, wo er will. Eine Rakete! Eigentlich muss man den ja nur in die Ecke schieben. Alter, ich war mit dem Daumen dran. Ja, du warst dran. Da war ich dran, aber ich kam einfach nicht vom Fleck. Ich habe was ganz Böses vor. Ich höre es einfach nicht. Und zwar mache ich leicht in die Ecke und schaue, ob Fabio den Grip hat, da hinzukommen. Das war genau mein Plan! Ey, ich wusste, dass du da nicht rankommst. Dieser Martin ist immer für eine Überraschung gut. Ich glaube, mit Gewalt gewinnt man heute. Screamer! Was? Was? Und ganz ehrlich, da wäre ich auch ohne Plane nicht rangekommen. Holt euch so eine Plane, die kostet echt nicht viel. Flüssigseife, 1 Euro, 60 Cent. Macht das Ding im Sommer nach. Es ist einfach nur mega spaßig. Eiskalt! Ey, man denkt, man kriegt ihn, ja. Aber du fliegst nur hin. Nein, ja! Einfach nein, Wichse! Oh! Ey, der ist nochmal hochgegangen. Nein! Nein! Ja. Er wusste es! Ist das die Arroganz, die mal wieder verliert, Freunde? Ist es? Ich werde keine Faxen gemacht. Ich werde euch beweisen, dass es keine Glücksträhne gibt. Da kam der innere Olikan wieder. Freunde, das kann man nicht skripten. Es ist wieder einfach so spannend. Komm, Junge, lauf! Nein! Nein, er ist zu mir gekommen! Ja! Ja! Serie ist gerissen, Freunde! Ja, Fabio, aber ganz stark gespielt. Ganz stark. Ich hätte es im letzten gewinnen können. Wenn da nicht so ein Titan im Tor wäre. Freunde, wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Versucht es nachzumachen, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Es lohnt sich einfach. Und holt euch Milch-Honig-Seife. Man riecht einfach verdammt. Kaufempfehlung geht raus. Wir sehen uns dann nächste Woche zum neuen Video. Genießt die warmen, sonnigen Tage, solange sie noch da sind. Wobei, Hashtag Klimawandel. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, den habe ich verdient. Oh, voll auf meinen Bauch.